Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Tipp: Bildschirm mit einem Klick ausschalten. Manchmal ist es praktisch, den Bildschirm sofort abschalten zu können, ohne beispielsweise den Deckel des Notebooks schließen zu müssen. So kann man die Akkulaufzeit noch um ein paar Minuten erhöhen. Terminal starten. In einem Terminal kann man dies mit dem Befehl xset dpms Force of Enter. Dann einfach irgendeine Taste drücken und der Bildschirm ist wieder an. Um sich die Eingabe des Befehls zu sparen, kann man einen Starter ablegen. Dazu legt man den Starter mittels Rechtsklick auf den Desktop, neuen Starter hier erstellen an, gibt als Befehl das Kommando an, xset dpms force off, bestimmt einen Namen, zum Beispiel Bildschirm abschalten, das gleich nochmal als Beschreibung. Dann nutzt man als Icon hier irgendein Icon, zum Beispiel hier unter Pixmaps oder Icons. Unter Icons zum Beispiel mal hier GNOME 48x48, Devices und Display.png. Bestätigen mit OK. Und hier auch bestätigen mit OK. Nein, möchte ich nicht. Von nun an kann man mit einem Klick den Bildschirm komplett abschalten. Einfach hier auf den Starter Doppelklick und der Bildschirm wird abgeschaltet. Dann irgendeine Taste drücken und der Bildschirm ist wieder an. Bearbeiten kann ich den Starter hier mit einem Rechtsklick auf den Starter und dann Eigenschaften wählen. Den Starter kann ich löschen, indem ich hier auf den Starter einen Rechtsklick mache und Löschen wähle. Bestätigen, löschen. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!